So, hallo und Hallöchen, ne, hier zu Celeste. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen. Wobei, wenn ich so zurück... Es gibt kein Zurück. Wenn ich so zurückdenke, das Level gerade eben war viel, viel schlimmer. Was soll jetzt noch passieren? Ja... Ich habe meinen Sprung verpasst, ne? Nee. So. Boah, wie soll ich denn das schaffen? Alles nicht so einfach. Natürlich, lass dich einfach fallen. Madeline, hast recht. Warum denn nicht? Okay. Das war's, Ushiro. Deine letzte Chance? Du hast alles verhunzt, einen Gast deine Unordnung aufräumen lassen? Nie und nimmer wird sie bleiben. Nein, sie ist immer noch hier. Es gibt immer noch eine Chance. Die Präsidentensuite ist der Schlüssel. Sie wird beeindruckt sein. Reiß dich zusammen, Ushiro. Ach, er... Er macht das. Bitte schön, Fräulein Madeleine. Folgen Sie mir geschwind, wir sind gleich da. Digga, du hast mir aber den Weg versperrt. Oh Mann, es wird immer schlimmer. Wir kriegen die Erdbeere nicht. Nee. Keine Chance. Ja, nee. Das Problem ist, ich will es natürlich wieder... Aua! Mitsamt der Erdbeere versuchen. Auch wenn ich weiß, dass das... nahezu unmöglich ist. Aua! Vor allem das Viech ist auch wirklich schnell. Jetzt wolltest du einfach den Doppeljump nicht mehr machen. Warum? Mach doch mal. Aua. Komm, nicht wieder so ein Level, wo wir eine komplette Folge brauchen. Das war das letzte Mal schon peinlich. Muss jetzt diesmal nicht auch wieder sein. Aua. Ja, das war dumm. Ich würde es noch einmal versuchen mit Erdbeere. Danach gebe ich sie auf. Das zählt nicht. Das war nämlich echt schlecht. Jetzt. Ich will wenigstens die Erdbeere nochmal berühren. Das war doof. Okay, ich gebe das mit der Erdbeere auf. Oh, ich dachte, ich könnte da irgendwie dran vorbeispringen. Gut, wir brauchen bloß noch den Schlüssel, das...
sollte ja kein Problem sein. Vor allem nicht, wenn ich abkürzen kann. Hä? Wie billig ist das denn? Es ist Herr Oshiros Tagebuch. Der letzte Eintrag scheint Jahrzehnte alt zu sein. Ab heute ist das Hotel offiziell geschlossen. Charlotte hat für das Personal eine Abschiedswanderung auf den Berg organisiert. Die meisten von uns haben den Gipfel noch nie gesehen. Es schien mir ein passender Abschied zu sein, aber als es soweit war, konnte ich es nicht ertragen zu gehen, ohne mich ein letztes Mal umzusehen. Ich sagte ihnen, sie sollten ohne mich starten. Ich werde sie bald einholen, sobald ich nochmal überprüft habe, ob alles in Ordnung ist. Ich kann einfach nicht glauben, dass meine Zeit hier vorbei ist. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht bleibe ich eine letzte Nacht, damit das Hotel und ich uns richtig verabschieden können? Ach scheiße, ich muss den Weg nehmen. Das hier war wirklich nur für das Tagebuch. Was ist denn das? Wir haben hier gleich zwei Erdbeeren. Da ist auch noch eine... Oh Gott, ich glaube, wir sind mit dem Kapitel hier noch lange nicht fertig. Das ist doch nicht wahr. Ich kann hier keine zwei Erdbeeren zurücklassen, das funktioniert nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Okay, Nummer 1 ist safe. Wie weit kann ich hoch? Okay, das war zu hoch. Ungefähr bis hier. Oh Mann. Ich will doch schräg springen. Und das Problem ist bloß, dass ich dafür meine Ausdauer noch brauche. Aua. Komm schon, gib mir jetzt die Erdbeere. Sei doch nicht so. Na, komm. Ein kleines bisschen später. Oder doch vielleicht springen? Mann, ich will die Erdbeere. Komm schon. Diesmal wurde ich gleich zweimal getroffen. Perfekt. Aua. Ich muss meinen Powersprung dazu benutzen, oder? Das Problem ist, dass ich ja sonst nicht mehr rüberkomme. Ich müsste halt irgendwie an die gegenüberliegende Wand. So, nochmal schnell Kraft tanken.
Das geht gar nicht. So schnell wird das nicht klappen. Oh, fast. Aua. Komm schon, eine zweite Erdbeere wäre echt nice. Ich lasse sie. Ach, weißt du was, wegen einer. Die eine haben wir gerettet, die andere lassen wir zurück. Oh, Mann. Ja gut, dann können wir hier also wieder hoch. Ist alles nicht so einfach. Ja, warum springe ich denn hoch? Was ist denn mit mir? Und warum reicht das von der Höhe nicht? Klar. Komm schon. Ein weiter runter. Dieser blöde Geist. Dieser blöde Geist. Das war zu weit unten. Mich wundert gar nicht mehr, dass dieses Hotel hier pleite gegangen ist, ganz ehrlich. Was ist denn das? Komische schwarze Dinger aus einem Geist, also Geistermaterie, als ob das nicht gereicht hat. Beim letzten muss ich, glaube ich, ein bisschen nach oben springen. Hier muss ich weiter runter erst. Das war zu weit unten. Oh Mann. Jetzt war das Viech im Weg. Irgendwas ist aber auch immer. Irgendwas ist aber auch immer. Das war zu weit unten. Ich meine, mir tut ja Herr Oshiro sogar fast ein bisschen leid. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Wir waren schon auf der letzten. Wir waren ganz offensichtlich auf der Zielgeraden. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh, wehe mir. Das Problem ist ja auch... Oh, geil. Dass die trotzdem immer in der Nähe sind. Ne? Die... Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, okay, aber ich verstehe zumindest das Prinzip.
Wenn wir da dran sind, wir kommen dran vorbei. Ja, Mann. Mist. Aber das ist machbar. Das ist alles Timing-Frage. Und wir haben die Kassette. Nicey. B-Seite freigeschaltet. Haben wir, glaube ich, inzwischen, beziehungsweise bisher, auch von jedem Kapitel. Warte, was? Okay, Rückweg können wir abkürzen. Perfekt. Durch den Lüftungsschacht, in dem ganz offensichtlich Betten und Klaviere gelagert werden. Hier wird alles gelagert. Was zum Teufel ist das? Okay, jetzt sind wir auf der Seite, wo wir hin sollten. Wow. Ja. Nein. Okay, okay, okay. Wie soll denn das klappen? Wir müssen da irgendwie den richtigen Zeitpunkt abpassen, aber damit wir da trotzdem noch durchkommen. Wow. Bitte was? Das ist... Oh ja, natürlich wieder von Anfang an. Nein. Ja. So. Dann hier schräg nach oben. Und hier wird's halt kriminell. Wieder Timing-Sache. Ich muss hier ein kleines bisschen langsamer sein. Ach Mist, ich wollte bloß gleiten. Das war zu spät. Das war dumm. Das war auch dumm. Hier immer so dieses richtige Timing zu finden, ist echt schwer. So. Und jetzt wird's interessant. Als ob wir das jetzt geschafft haben. Nicht, oh nein, nicht schon wieder Spiegel. Hier sind wir, unsere preisgekrönte Präsidentensuite. Wahrlich, sie ist die perfekte Definition von rustikalem Luxus. Ich werde zurücktreten und Ihnen erlauben, Ihre majestätische Größe zu genießen. Ich weiß, es kann überwältigend sein.
Da ist ein Spiegel, ich hab da keinen Bock drauf. Und? Wie gefällt sie Ihnen? Sie ist wunderschön. Die Möbel sehen teuer aus. Sie ist sehr geräumig. Die Farben sind elegant. Ich sehe, dass Sie viel Arbeit reingesteckt haben. Ich wusste, dass Sie beeindruckt sein würden. Ja. Und wie komme ich jetzt von hier aufs Dach? Du Blödmann, du verlierst sie. Oh, das hätte ich fast vergessen. Geschätzte Gäste wie Sie dürfen in unseren besten Unterkünften natürlich zum halben Preis bleiben. Ich will hier aber nicht bleiben. Bitte, Fräulein Madeleine, bleiben Sie. Herr Oshiro, ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Madeleine, Liebling, vergiss diesen Loser. Loser? Sie machen sich was vor, alter Mann. Dieses Resort ist eine Müllhalde. Niemand würde hier jemals bleiben wollen. Irgendwer muss es Ihnen einfach mal sagen. Das hat sie nicht so gemeint. Ich habe noch viel zu tun. Bitte gehen Sie, Fräulein Madeleine. Komm schon, Fräulein Madeleine, du hast doch gehört, was der Mann gesagt hat. Wo wärst du nur ohne mich? Da ist also der Weg zum Dach. Wie konnte sie mein schönes Hotel nur als Müllhalde bezeichnen? Wie können sie es wagen, dich so zu beleidigen? Was, wenn sie recht hat? Natürlich hat sie recht. Du konntest ohne ihre Hilfe nicht einmal aufräumen. Ich habe es versucht. Ich tue mein Bestes. Fräulein Madeleine wollte nur helfen. Aber warum war sie gemein? Wie kann sie es wagen, dich so zu beleidigen? Was, wenn sie recht hat? Okay, jetzt geht's. Ja. Jetzt ist immer dasselbe. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge klettern wir aufs Dach. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und ciao, ciao.